So, da sind wir wieder zum zweiten Teil der Weihnachtsausgabe von Modell und Bahn. Und wir haben noch zwei Türchen, nämlich Türchen 3 und Türchen 4. Und das möchte ich Ihnen jetzt zeigen. Und da ja bald Weihnachten ist, haben wir vielleicht ein Geschenk für Sie. Wir stellen Ihnen die Pico G6 von Foslo in H0 vor. Das H0-Modell der Foslo G6, eine moderne dieselhydraulische Rangierlok, kommt als Neukonstruktion in den Fachhandel. Die Variante dieser Rangierlok entspricht dem Vorbild der VPS, der Verkehrsbetriebe Peine-Salzgitter mit Kamminsmotor, Einfachlampen und Seilwinde. Die G6 wird seit 2008 von Foslo gebaut. Die innovative G6 überzeugt mit feinsten Gravuren, den separat eingesetzten Lüftergittern, dem Lüfterrad sowie der Lüfterradabdeckung. Feine Gravuren wie den typischen Antirutschflächen auf den Umlaufnachbildungen sind vorbildgerecht nachgebildet. Die filigran ausgeführten, angesetzten Umlaufgitter sowie die Stirnlampen runden den perfekten Gesamteindruck dieser Lok ab. Die Lackierung und Bedruckung ist makellos und trennscharf ausgeführt und entspricht in jedem Detail dem Vorbild. Das dreiachsige Fahrwerk ist feinst graviert und besticht durch extra angesetzte Teile wie Bremszylinder und Indusi-Magnete. Die Räder sind perfekt profiliert und mit nachgebildeten Bremsscheiben ausgeführt. Die mittlere Achse ist höhenverschiebbar montiert. Damit ist ein vorbildgerechtes Rangieren, wie zum Beispiel über nachgebildete Ablaufberge, möglich. Die Pico G6 ist mit einem normgerechten Kurzkupplungsschacht nach NEM ausgerüstet. Zur Erhöhung der Zugkraft ist ein Haftreifen angebracht. Der Rahmen und das Führerhaus der Lok ist in Zinkdruckguss ausgeführt. Die Lok zeichnet sich durch einen sauberen und leisen Lauf aus. Die ausgezeichneten Fahreigenschaften, vor allem auch die extremen Langsamfahreigenschaften, verdankt die Lok einem kräftigen, langsam drehenden Hochleistungsmotor mit zwei Schwungmassen und sorgen auch für vorbildgerechtes Ausrollen der Lok. Das Modell hat eine moderne Schnittstelle PLAX 22 und ist vorbereitet für die Soundnachrüstung. Alle digitalen Funktionen lassen sich nur mit dem passenden 22-poligen Decoder ausführen. Das AC-Modell der Lok ist bereits mit einem PLAX 22 Decoder ausgerüstet. Die Lok besitzt einen Kondensator zum Überbrücken kurzfristiger Spannungsunterbrechungen. Bei Fahrbetrieb erfolgt automatisch fahrtrichtungsabhängig der Wechsel von Dreispitzsignal sowie der Schlussbeleuchtung. Die Schlussbeleuchtung ist auch separat schaltbar. Zusätzlich kann die Beleuchtung der Lok auch mit dem Rangiersignal Z1 geschalten werden. Die Kabinenbeleuchtung ist ebenfalls separat schaltbar. Mit der aufwendigen Nachbildung der auffälligen Lokomotive G6 demonstriert Pico einmal mehr den technisch hohen Standard seiner Modelle und offeriert ein ausgereiftes Modell mit Alleinstellungsmerkmal der modernen Loks aus Kiel. Dieses außergewöhnliche Fahrzeug mit hohem Spielwert stellt eine Bereicherung in jeder Fahrzeugsammlung dar und darf auch auf einer Anlage mit zeitgenössischen Themen nicht fehlen.
Mit Öffnen des vierten Türchens halten wir Rückschau auf eine ganz besondere Sommerreise in diesem Jahr, die wir mit der Rennsteigbahn erleben durften. Skandinavien erleben 2016. Sehen Sie hier ein paar Ausschnitte. Die Sommertour 2016 der Rennsteigbahn führte wieder nach Skandinavien. Es soll in diesem Jahr eine besondere Reise werden, eine Rundtour durch Schweden. Die Reise beginnt am frühen Morgen in Ilmenau mit dem traditionellen Gruppenbild der Mannschaft der Rennsteigbahn, die für den Erfolg dieser Reise steht. Erwartungsvoll steigen die Fahrgäste in den Sonderzug ein, der insgesamt am Ende der Reise 5.800 Kilometer zurückgelegt haben wird. In Erfurt wechselt die Zuglok. Die BR213 der Rennsteigbahn wird abgekoppelt und eine E-Lok der Baureihe 211, ehemals E11 der Deutschen Reichsbahn, wird den Nostalgie-Reisezug über Bitterfeld und Berlin bis nach Sassnitz ziehen. Der Sonderzug erreicht nach knapp 8 Stunden Fahrzeit den Fährhafen in Sassnitz. Er ist zusammengestellt aus 3 erste Klasse A-Wagen, 2 Speisewagen sowie ein Salon und ein Lagerwagen. Bevor unser Zug auf das Schiff verladen wird, bleibt noch ein wenig Zeit, sich im Hafen umzuschauen. Für großes Interesse und traurigen Anblick zugleich sorgten die massenhaft abgestellten E-Loks der Baureihe 155 sowie etliche Nahverkehrspersonenwagen. Das Schicksal dieser Fahrzeuge wird wohl besiegelt sein. Die Strecke, die heute zurückgelegt wird, führt nach Ankunft in Trelleborg über Mjölby nach Östersund.
Ein Zwischenstopp wird am Morgen in Mura eingelegt werden. Und jetzt geht es los, das Reiseabenteuer, die Rundtour durch Schweden. Unser Zug verschwindet im Bauch des Fährschiffes Sassnitz der Stena Line. Und der verspricht laut Reiseprogramm viel Abwechslung und wird ein Foto- und Filmleckerbissen werden. Eine schwedische Dampflok wird ab Huting kurz nach Östersund die Führung des Zuges übernehmen und uns ein großes Stück des Weges bis in den südlichen Teil von Lappland begleiten. Nach Überquerung des Polarkreises ist dann das Tagesziel Gällivare. Im Bahnhof von Östersund bleibt noch Zeit bis zur Bereitstellung unseres Zuges. Das nutzen natürlich alle, um einige Aufnahmen von Zügen, Lokomotiven oder auch Sonderfahrzeugen zu machen. So, nur mal zum allgemeinen Verständnis, das mit den ABBA-Texten war natürlich ein Joke, aber wir suchen jetzt danach. Wollten ja einige. Dann habe ich hier noch eine Information des Speisewagenpersonals. Aufgrund des schlechten Wetters bleibt die Terrasse heute geschlossen. Ja, also heute nur Verkauf in den Speisewagen. Die Terrasse bleibt heute während der Fahrt geschlossen. In Huting wartet schon unsere Dampflok. Es ist vom Typ eine E-957. Die schwedische Dampflokomotive E war eine Lokomotive für den schweren Personenzug und Güterverkehr. Nun musste sich die alte Dame also an unseren schweren Sonderzug beweisen und zeigen, was in ihr steckt. Zur Schubunterstützung wurde unsere Nohab-Diesellok TMZ 109 angekoppelt. Gespannt warten wir auf die Ausfahrt. Nach einer kleinen Anlaufschwierigkeit hatte Daver die Bremsen nicht gelöst,
ging es mit kräftigen Auspuffschlägen los. Wir begleiten unseren Zug auf dem Landweg und haben diesen akustischen Augenschmaus eingefangen. Was heißen soll, wir überlassen jetzt das Feld den Bildern und dem Dampflok-Sound. Nach kurzer Fahrt am Stor Skirshjön ist wieder eine Scheinanfahrt zur Freude der Fotografen geplant. Doch hoppla, der Weg ist das Ziel und nicht so einfach zu meistern. Ein bisschen wäre gut, ja.
Und weiter schlängelt sich der Zug entlang der traumhaften Flusslandschaft des Rörströmselven. Auch diese Bilder sind wieder eine akustische Augenweide. Am Nachmittag klingt aus dem Salonwagen Pianomusik. Weitere Überraschung. Wir haben einen Klavierspieler an Bord, der im Salonwagen nicht nur an den Abenden für das besondere Flair sorgen wird. Vorbeiziehende Landschaft und romantische Pianomusik. Was kann es Schöneres geben? Thank you.
Wenn Sie Interesse an dem ganzen Film haben, kein Problem. Sie können ihn bei der Rennsteigbahn erwerben. So, liebe Freunde der großen und kleinen Bahn, das war sie, unsere Weihnachtsausgabe 2016 von Modell und Bahn. Bleibt mir noch eins, Ihnen ein friedliches, schönes, besinnliches Weihnachtsfest zu wünschen, im Kreise Ihrer Familie natürlich, und natürlich auch Ihnen allen einen guten Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Und Sie können versichert sein, auch im neuen Jahr 2017 wird Modell und Bahn wieder bei Ihnen zu Hause über die Bildschirme flimmern.